Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht mit dem ersten Video der Playlist Kurvendiskussion. Wir machen hier so ein kleines Einführungsvideo. Wir erzählen euch, was überhaupt eine Kurvendiskussion ist, was ihr dafür braucht und wie diese ganze Playlist aufgebaut wird. Ihr seht hier schon so eine Funktion, um solche Funktionen wird es gehen und die verschiedenen Begriffe. Vielleicht habt ihr die ein oder anderen Begriffe davon schon gehört. Diese Begriffe werden auf jeden Fall super von uns erklärt. Was ist eigentlich eine Kurvendiskussion? Bei einer Kurvendiskussion untersucht man eine Funktion auf ganz bestimmte Eigenschaften. Das heißt, man hat eine Funktion gegeben, f von x heißt sie in der Regel oder g von x, das ist egal, sowas wie 2x hoch 3 minus 4x² plus 1. Da gibt es auch verschiedene Typen, das ist auch egal, aber man untersucht sie auf ganz bestimmte Eigenschaften, wie gesagt, zum Beispiel sowas wie Definitionsbereich, Symmetrie, Grenzwerte, Wertebereich oder wie gesagt, es gibt viele Hochpunkt, Tiefpunkt, Wendepunkt, Nullstellen. Wir zeigen euch einmal exemplarisch, was jetzt hier das Ziel ist. Wir haben hier so eine Funktion und das Ziel ist es, diese Funktion nachher irgendwie zu zeichnen. Dafür sind die Nullstellen hilfreich. Ihr seht hier die Nullstellen, da wo die Funktion die x-Achse schneidet. Oder ein Hochpunkt, genauso wie ein Tiefpunkt oder den Wendepunkt. Der Wendepunkt ist immer genau zwischen dem Hoch- und dem Tiefpunkt. Und dann noch eine weitere Eigenschaft von vielen, die Grenzwerte. Das wird auch auf jeden Fall interessant. Wichtig oder die Voraussetzung, die ihr mitbringen müsst, ist einmal das Ableiten. Wenn wir hier so eine Funktion haben, ist die absolute Grundlage, dass wir das hier ableiten können. Ihr solltet also in der Lage sein, die erste Ableitung zu bilden und dann nochmal die zweite Ableitung. Genauso solltet ihr Gleichungen auflösen. Gleichung auflösen, das heißt, wenn wir hier sowas haben, quadratische Gleichung oder auch lineare Gleichung, das sollen wir auf jeden Fall nach x auflösen können, denn sonst sind wir hier auf jeden Fall aufgeschmissen. Wir haben hierfür zwar extra für beides eigene Playlisten, aber selbst wenn ihr da noch nicht so fit seid, guckt euch die Videos an, auch dadurch werdet ihr auf jeden Fall was mitnehmen. Wie ist die Playlist aufgebaut? Wir starten am Anfang, im ersten Teil, mit den Eigenschaften. Für jede Eigenschaft gibt es ein einziges Video, was wir komplett erklären und uns nur auf diese eine Eigenschaft konzentrieren. Und im zweiten Teil ist es dann so, dass wir eine verschiedene Kurvendiskussion anhand verschiedener Funktionen einfach mal durchrechnen. Und am Ende, wie gesagt, ist eine lange Playlist, aber ist das komplette Thema einmal abgedeckt. Ja, fangen wir im nächsten Video an mit dem Definitionsbereich. Erstes Genau. Video, also bis gleich, ne? Ciao, ciao. Ciao.